Leute, ein kurzes Fazit über das Star Wars Set 75299, Trouble on Tatooine. Wir haben das aufgebaut. Das Video könnt ihr euch auch gerne in aller Ruhe ansehen. Es war ein entspanntes Aufbauen. An zwei, drei Steinen war die Klemmkraft nicht so dolle. Aber an so großen Ganzen keine Kratzer. Das ist jetzt hier zum Beispiel die Balliste. Sehr schön. Ein geiles Teil. So, dann haben wir hier ein halbes Zelt von dem Tusken Raider. Kann man auch aufklappen, damit es eine gerade wird, damit man es besser bespielen kann. Mal ins rechte Licht gesetzt. Ja. Dann haben wir hier den Speeder. Auch ein sehr schönes Fahrzeug. Ja. Gefällt mir sehr gut. Sauber konstruiert. Ja, dann kommen wir zu den Resten. Das ist übergeblieben. Die übliche Verpackung für die Capes. Für die Capes. So, was gibt es dann groß noch zu sagen? Dann Munition ist noch für die Balliste. Dann haben wir hier noch die Figuren. Es sind 2,5 Figuren dabei. Wenn der halbe ist, das ist sehr leicht zu sehen. Interessant sind die Ohren, das ist ein etwas weicheres Material beim kleinen. Und die Rüstung von Mandalorian ist schon die Beskar-Rüstung mit dem Matthorn auf der Seite. Ja, jetzt kann man es gut sehen. Rückenteile sind auch bedruckt. Sind sehr schöne Figuren. Also da gibt es nichts zu sagen. So, mit der Balliste kann man auch schießen. Das wird er jetzt hier vorführen. Ja. Ich werde mal die Zielscheibe holen. So, Munition einspannen. Hinten draufdrücken und alle tot. Aber hallo. Damit kannst du dem Kind ein Auge ausschießen. Also es ist wirklich... Ihr habt alle den Knall gehört. Das ist nur ein Stückchen Pappe. Mhm. Und eine Beule. Also wenn die Kinder mitspielen, würde ich wirklich das die Dinger nehmen und wegtun. So, das Anleitungsheft ist auch sehr verständlich. Gibt es keinerlei Probleme mit. Hinten ist auch eine Teileliste. Ja, im Großen und Ganzen. Das Teil hat 276 Teile und der Preis ist UVP 29,99. Wir haben es unten im Dings verlinkt. Da könnt ihr euch das dann bestellen, kaufen oder was auch immer. Es gibt auch immer wieder Sonderangebote, gerade bei Amazon. Wir haben das über Amazon verlinkt. Warum über Amazon? Wir kriegen von Lego nichts geschenkt. Das müssen wir alles selbst bezahlen, was wir hier machen. Wir sind aber Freunde der Klemmbausteine. Und das macht dann auch Spaß, das zusammen zu bauen. So, dann sind wir wieder mal am Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen und abonniert uns. Wenn ihr den Zusammenbau sehen wollt, den haben wir auch nochmal auf die in YouTube reingesetzt. Ich hefte ihn oben auch nochmal an. Jupp. Und ja, dann im Großen und Ganzen verabschieden wir uns mit Let's Brick.